Ich habe gestern eine Bulgur-Linsenmischung in einem Lavash mit Salat und einer Soße eingerollt. Lavash bekommt man übrigens in fast jedem türkischen Supermarkt. Und hierfür habe ich Wasser in einen Topf gegeben, getrocknete Linsen dazu gegeben. Ich habe das Wasser aufkochen lassen, auf untere Hitze gestellt und dann für 10 Minuten köcheln lassen. Danach habe ich Bulgur dazu gegeben, weitere 5 Minuten köcheln lassen und dann zur Seite gestellt. In eine Pfanne habe ich Öl erhitzt, Zwiebeln und Knoblauch dazu gegeben und die für etwa 3 Minuten gebraten. Dazu kam Tomatenmark, das ich kurz angeröstet habe, die Bulgur-Linsenmischung, Salz, Kreuzkümmel und Paprikapulver. Alles wird nur noch gut miteinander vermischt. Man kann aus der Masse dann kleine Würstchen formen. Sie sind sehr proteinreich und ein richtig geiler Snack. Ich habe mich aber dafür entschieden, die Masse auf ein Lavash zu streichen. Noch mit Salat, Zwiebeln, Tomaten, Minze, Granatapfelkern, einem Sojajoghurt, Rezept findet ihr in der Beschreibung, sowie etwas Salz zu toppen. Und fertig ist unser veganes Wunder.